aber... Hey, was... Hä, von wem wird's denn benutzt? Hä, was? Was? Hä, das wird von niemandem benutzt, ich hab... Was? Der ist platt. Come on, jetzt gib mir das Bett frei. Hä? Von wem wird das denn benutzt? Ach Gott, ist mir... Komm, ist mir egal. Hallo, meine lieben Zugucker, herzlich willkommen wieder zurück zu Fallout 4 Part Nummer 351. Alter, 351, es ist wirklich schon verrückt. Ich habe gerade eine Aufnahme von einem anderen Spiel gemacht und ich finde so krass, wie straight das Zielen bei Fallout 4 ist. Man zielt und es ist halt einfach sofort da. Oh, okay. Ich bin mir nicht sicher. Hi! Na, ihr? Na, ihr? Oh, das ist doch... Ah! Legendärer Streuner. Fuck! Also, ist. Na, komm! Au! Ja, die machen wir ja platt. Komm her! Oh, nein! Oh, nein! Nein! Du hast ein bisschen mehr. Sehr gut. Oh, fein! Ah, oh, ich fühle mich hier gerade so ein bisschen wie bei Left 4 Dead. Ist ja richtig nice. Ist ja richtig schön. So, wo ist denn... Der Legendäre ist weg, ne? Oh, das war schön. Jo, egal. Also, habe ich platt gemacht. Und wo kriegen wir jetzt hier... Und wo ist denn der legendäre Boy? Wo ist der denn? Jetzt mehr ehrlich, was... Ah, guck mal, da ist ja noch einer. Ach, guck mal, hier ist ja sogar wirklich Stuff. Geil. Komm, wir nehmen das einfach alles mit. Können wir verticken. Hallo. Na du. Ja, was heißt so ein bisschen Staub in Wallung bringt? Ich habe den gerade ein bisschen gerettet, dass er da nicht die ganze Zeit festglitscht. Hi. So, wo ist der? Wo ist denn der legendäre Boy? Wo ist der hin? Hallo? Jetzt sag bitte nicht, dass er weg ist. Doch, der ist weg. Och, nö. Jetzt hatte ich gehofft, dass wir hier noch so ein bisschen extra Loot kriegen, aber war wohl nix. Also, wo ist jetzt unser... Wo ist jetzt unser Stuff? Wir wollen doch hier den Loot kriegen. Also, wir wollen vor allem... Wir machen jetzt hier die Quest, wenn Schweine fliegen. Oh, der Abend vor aller Heiligen. Warte mal, lass mal lachen. Na, das setzt mir Signal. Komm, nochmal. Nee, es geht nicht. Also... Es kann auch sein, dass wir das machen müssen, wenn wir bei einem Senderturm sind oder, was ich viel mehr glaube, es ist verbuggt. Was ich sehr schade fände. Aber gut, wir können das ja dann nicht ändern. Was hätten wir denn sonst noch? Das und Barney hier. Ja. Barney ist tot. Barney ist nicht da. Barney ist nicht der... Ne? Hi. Ich glaube, da draußen ist wer. Ah, Raider Boys. Nein, 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 da ist keiner. Ach, come on. Ich komme auch. Huch. Oh. Hoppala. So, hallo? Ja, genau. Okay, wir laufen hier gerade wirklich ein wenig straight durch. Das werden wir gleich nochmal lesen. Und vor allem sind wir gleich... Level 45. Das ist halt auch sehr, sehr schön. Wo ist er denn? Wo ist denn der Raider? Da ist er. Tschüss. So, gib mir dann Scheiß. Was hast du für uns? Stimpack. Wunderbar. Okay. Dann gehen wir doch hier einfach mal ins Mon Signal Plaza. Ich meine, wenn Schweine fliegen können, warum auch nicht? Ich glaube, die haben den Quest-Bug behoben, dass dann nur noch so komische Zeichen angezeigt werden. Lass uns überraschen. Da ist es doch. Also, warte mal. Wir waren hier aber schon mal.
Wir waren hier schon mal, das weiß ich. Du bist sowas von... Du bist tot. Sag mal. Hey, halt mal kurz die Klappe. Ich hab was gehört. Ja, ja, ich weiß das. Was war das? Wir laufen hier einfach mal ganz kurz ein bisschen durch. Oh Gott. Okay. Also ich kann halt jetzt gerade wirklich nichts dafür, dass die so schlecht sind, gell? Also ich kann nichts dafür, dass die hier gerade so am Abkacken sind. Ach, du schießt auf uns. Hey! Nein, 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 komm her. Nein. Komm, komm raus. Komm raus. Kaputt. Okay. Was ich halt wirklich sehr, sehr gut finde, ist, dass sie uns hier, Oh, du bist aber auch... Oh, was haben sie denn mit dir gemacht? Das ist ja gemein. Festgehängt? Das ist ja blöd, ey. Was jetzt natürlich hier sein kann. Es kann sein, dass wir hier auch irgendwann... Also, wir waren ja hier. Kann aber auch sein, dass wir mal einen Comic verpasst haben, gell? So, wunderbar. Jetzt sind wir hier auf jeden Fall wieder voll... Das ist so fies, ey. Armer Kerl. Vor allem auch einfach Hände und Kopf abgeschnitten. Das ist schon... Ah. Mach mir einen Korb. Ja? Du... Du machst unseren Erfolg platt. Nee, wird nichts. Aber hey, wir haben es... gib mir den Basketball. Aber wir haben es probiert. Ja, tatsächlich. So ein bisschen die gute alte Zeit vermisse ich. Krieg dich mal wieder in den Griff. Ja, was ist denn? Wir kommen doch jetzt zu euch. Das ist doch alles... Oh Gott. Es ist echt nicht angenehm. Was habt ihr denn mit denen hier gemacht? Ja, du bist ja noch okay, ne? Aber... Bademantel. Ja, Bademantel nehmen wir einfach mal mit. Aber hier, das ist... nicht so nett. Sami. Brahmin-Schädel. Ja gut, komm, wir nehmen... Oh, was ist das? Eingelegtes Fleisch, nehmen wir mit. Tato, nehmen wir auch mit. Schmutziges Wasser. Was zum Teufel war das? Ja, ist nix. Alles gut, Junge. Alles gut. Glaube ich. Also, ihr werdet das gleich merken. Das ist doch scheiße. Ja, was denn? Du jetzt? Oder, dass du gleich... platt gemacht wirst. Kann ja alles sein. Hi! Na du? Okay, ihr habt richtig Bock auf uns, oder was? Marvins Leitwache. Lies die Notiz im Laden, okay? Oh, das war jetzt aber nicht so schwer. Hey. Noch einer? So. Marvins Ladenwache. Komm, gib mir das, was du hast, kleine... What the fuck, Mann? Oh, Anstacheln und Panzerbrechen. Automatik. Ach, guck mal einer an hier. Anstacheln, panzerbrechend, automatisch, Impro-Gewehr. Verursacht doppelten Schaden, wenn das Ziel volle Gesundheit besitzt. Ja, nehmen wir mit. Werden wir aber nicht brauchen. Aber trotzdem, nett, danke. Das nehmen wir auch mit. Hier waren wir aber definitiv noch nicht vorher, ne? Sparschweinmine, was? Wir haben noch eine Sparschweinmine. Ach, was hast du denn mit dem Teddybär gemacht, Mann? Kurze, doppelläufige Schrotflinte. Komm, das nehmen wir alles mit. So, was haben wir hier? Beschleunigt Impro-Granatwerfer? Ja. Scheiße, Digga, was ist das? 25% höhere Feuerrate und 15% schnelleres Nachladen. Okay, die sieht schon sehr nice aus, tatsächlich. 199 Schaden hat das Ding. Okay, nehmen wir mit. Und die Marvin-Notiz. Hypothese. Ich hasse Sachs. Ich verachte ihn. Er macht sich über meine Ideen lustig. Erzählt mir, sie wären nicht umsetzbar. Und ein Symptom für ein tiefer liegendes psychisches Problem. Tja, wenigstens habe ich Ideen. Wenigstens habe ich Fantasie. Theorie, ich hasse ihn. Weil ich für diesen undankbaren Mistkerl 3 Jahre lang Blut, Schweiß und Gehirnzellen geopfert habe, um seine langweiligen Ideen in die Tat umzusetzen. Aber als ich ihn eines Tages fragte, wann er mich zu einem vollwertigen Partner machen würde, oder doch würde, meinte er nur, wenn Schweine fliegen können. Tja, ich hab's geschafft.
Ich habe Schweine fliegen lassen. Und wenn ich meine neuen Freunde ihn das nächste Mal sehen werden. Nee, sehen. Moment. Und wenn ich und meine neuen Freunde ihn das nächste Mal sehen, werden ihm die kleinen Schweinchen direkt in seine blöde Visage fliegen. Leersatz, Sachs verdient den Tod. Und es werden meine Schweine sein, die das übernehmen. Ich weiß schon, wo ich auf ihn warten werde. Gegenüber von seiner Werkstatt gibt es ein Dach mit freier Sicht auf die Straße. Sobald er rauskommt, um irgendwas zu liefern, lasse ich von oben Schwein auf ihn herabregnen. Und wenn das Schweinchen gegen seinen Schädel knallt, das zerbrochene Glas in seine Haut schneidet, sich die Schnitte entzünden und er dann ein paar Wochen später wegen fehlender medizinischer Vorräte und schlechter Infrastruktur stirbt, gehört alles, was ihm gehört hat, mir. Der Plan ist im Grunde narrensicher. Ja, wäre ich dafür. Machen wir. Marvins Leidenwache. Was haben wir hier? Waffenwerkbank. Brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Und Griswolds Terminal. Was geht denn hier? Systeme angeschlossen. Ich habe endlich alle Terminals angeschlossen. Es hat eine Weile gedauert, bis alle Geschütztürme richtig funktioniert haben. Ich muss daran denken, was Schönes für Jack zu besorgen, nachdem, was mit seiner Maulwurfsratte passiert ist. Würde doch so nicht so nerven, weil das so lang dauert. Nur weil sie ein paar Holobänder laden kann, heißt das noch lange nicht, dass sie weiß, wie kompliziert dieser alte Mist ist. Egal, jetzt funktioniert alles. Band abspielen, okay. Komm, lass mal. Oh, Eigentum von Griswold. Lesen, verboten. Ja, du bist gemeint. Hat mir über das Leben. Hallo? Hä? Ich dachte, da kommt doch was. Ah, Sterben, Tod, Verstümmelung. Ich mag es, Menschen sterben zu sehen. Hoffentlich tötet mich niemand, damit ich sie töten kann. Ende. Wow, Griswold, wow. Über Sue. Sue ist hübsch, Sue ist nett, Sue kann richtig gut schießen und kleidet sich adrett. Ich liebe Sue. Ende. Okay, das war... Okay. Und über sich selbst. Hart. Ach, stimmt, wir sind ein Level Up. Hart und gut aussehend. Der beste Schütze. Was, der beste aller Schützen? Griswold, der beste aller Raider. Ende. Ist jetzt nicht so befriedigend. Über Sue. Neu. Sue ist gemein und nicht nett. Ich habe sie erschossen. Das war fett. Oh nein. Och nö, come on. Das... Das hatte wirklich ein unfassbar, unerwartetes Ende. Bestes Gedicht in Fallout ever. Aber über das Leben, das geht nicht, ne? Nee, es geht nicht. Schade. Okay, muss ich gerade mal gucken. Wartet mal. 12 Minuten haben wir gerade erstmal. Dann gehen wir hier nochmal Maschinenpistole brauchen wir nicht. Komm, wir gehen hier einfach nochmal raus und hi. Ach, guck. Ach, Digga, du hast die ganze Zeit gewartet. Hi, tschüss. Oh, oh. Wo bist du? Da bist du. Ich muss nachladen. Warte mal. Ah, Cotsworth, wir hatten das mit dem Wegstellen. Ja. Ich glaube, du bist kaputt. Wunderbar, nehme mit. Was haben wir hier? Fieberglas, Gedöns, nehme mit. Ja, ansonsten war es jetzt hier aber auch nicht so pralle, gell? Also wir haben jetzt hier noch ein bisschen Vorkriegsgeld, klar. Schlüssel für Monster Plaza. Okay. Ich glaube, das war gar nicht so verkehrt. Das sollten wir uns definitiv merken. Was haben wir hier? Sue's Terminal. Hey, Sue! Von dir habe ich schon ein bisschen was gehört. Nachricht an mich. Wenn ich Griswold das nächste Mal sehe, schieße ich dreimal auf ihn. Okay. Ich befürchte, es hat nicht so ganz funktioniert. Aber, hey, was... Hey, von wem wird es denn benutzt? Hey, was? Was? Hey, das wird von niemandem benutzt. Ich habe... Was? Der ist platt. Come on. Jetzt gib mir das Bett frei. Hä? Von wem wird das denn benutzt?
Ist mir. Komm, ist mir egal. Komm hier raus. Ach krass, ich dachte, wir kommen jetzt wirklich raus. Ab, ab, ab. Ach. Okay, hier geht es jetzt gerade wirklich ein bisschen ab. Ich dachte jetzt eigentlich, wir kommen hier einfach raus und müssen hier gar nichts mehr machen. Hallo? Hallo, gib mir den Scheiß. Danke. Ah, wie gemein. Okay. Was haben wir hier? Ah. Ah, guck mal, einer fix. Wir sind ja einfach rausgekommen. Okay, das ist cool. Also das Gedicht mit Sue hat mich wirklich gekillt. Ach du alle Welt. Also ich habe mit vielem gerechnet gerade, aber dass das so reinhaut, ne, keine Chance. Also das war schon huiuiui. Fallout 4 at its best, würde ich jetzt einfach sagen. Also es war schon okay. Ja, und da sind wir wieder draußen. Wir kennen... Oh, wir kennen das hier. Red Up Psycho. Tschüss. Ja, du bist weg. Aber ansonsten, das kennen wir hier gar nicht, gell? Haben wir noch irgendwas zu entdecken? Hier ist halt nichts drin, gell? Na gut, es macht aber auch nichts. Warte mal, wo ist denn von der Quest, wo wir hin müssen? Wenn Schweine fliegen, finde die Baupläne. Ja, okay, das kriegen wir hin. Level up! Was wir definitiv machen, wo ist unser Revolverheld? Wo ist er? Revolverheld, wo ist er? Kann er zu weit sein? Hallo? Da ist er. Ja, einfach. Weil wir damit nicht automatische Schusswaffen, was sehr, sehr geil ist. Aber unabhängig davon können wir dann nämlich auch bald, beziehungsweise jetzt, unseren Revolver aufmotzen. Was halt auch sehr, sehr wichtig ist. Weil der ist schon extrem fucking stark. Aber was auch sehr stark ist, denke ich, nehme ich an, ist unsere Waffe, die... Wo ist er denn? Da! Komm her! Ich habe keine... Oh nein, ich habe für dich gar keine... Oh, ich habe für dich gar keine Munition. Das ist nicht gut. Okay, kriegen wir aber auf jeden Fall hin. Gut, meine lieben Zugucker, dann würde ich jetzt hier aber einen Schnitt machen und wir sehen uns im nächsten Part. Dann passt auf euch auf, bleibt gesund und... Ja, haut rein. Bis dann. Ciao.